بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles für Gott, Allah, den Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wenn Allah recht leitet, der ist recht geleitet. Für den wirst du niemanden finden, der in die Irre leiten kann. Und wen Allah Irre geleitet hat, für den wirst du jemanden finden, der ihn recht leiten kann. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Jede Erfindung führt zur Hölle. Und Allah subhanahu wa ta'ala muss euch davon bewahren. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah über die vierte Säule des Iman sprechen. Oder die vierte Säule der Aqida sprechen. Und zwar der Iman an die Gesandten Allahs sallallahu alaihi ajma'in. Allahs Segen, Heil und Frieden sei auf ihnen allen zusammen. Erst einmal, was ist das Urteil über den Iman an die Gesandten Propheten Allahs? Das Urteil darüber ist Wajib oder Fard. Warum? Weil es eine Säule der Säulen des Iman ist. Und daraufhin weist wieder das Buch und die Sunna und der Konsens hin. Einmal der Koran. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Baqarah, Vers 285: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Der Gesandte glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn herabgesandt worden ist, und auch die Gläubigen. كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Sie alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. Sie machen keinen Unterschied zwischen einem seiner Gesandten. Auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nisa 152: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ. Diejenigen, die an Allah glauben, seine Gesandten, und keinen Unterschied zwischen einem von ihnen machen, jene sind es, denen er ihren Lohn geben wird. Auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an zahlreichen Stellen darauf hingewiesen, dass der Iman an die Gesandten, die Propheten, eine Säule ist. Und wir kennen den Hadith von Jibril alayhi salam, der von Umar ibn Khattab überliefert worden ist. Und dieser ist sowieso die Grundlage für unsere ganzen Säulen des Iman. Deswegen brauchen wir den Hadith nicht auch einmal wiederholen, weil den haben wir schon erzählt. Welchen Nutzen haben wir, wenn wir an die Gesandten Allahs sallallahu alayhi ajma'in glauben? Denn auch hier stellen wir uns wieder die Frage: Ist der Glaube an die Gesandten Allahs einfach nur ein Glaube? Ich glaube, dass es Moses gegeben hat als Propheten, ich glaube, dass es Ibrahim gegeben hat als Propheten und so weiter und so fort. Oder ergibt sich aus diesem Glauben auch etwas? Und wir haben ja am Anfang definiert, dass der Iman nicht nur aus dem besteht, was man im Herzen glaubt, sondern auch dem, was man sagt und tut. Und deswegen müssen wir das auch übertragen können auf den Iman an die Gesandten Allahs. Erstens, aus dem Iman an die Gesandten Allahs ergibt sich, liebe Geschwister, dass wir Kenntnis davon bekommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala sich um seine Schöpfung kümmert, weil er zu ihnen Gesandte geschickt hat, die sie auf den richtigen Weg leiten, die ihnen den Weg weisen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Laula anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna. Wärest du nicht gewesen, wären wir nicht recht geleitet und wir hätten niemals etwas gespendet und wir hätten niemals gebetet. Dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim überliefert. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er dankt Allah subhanahu wa ta'ala durch die Entsendung der Gesandten Allahs. Möge Allahs Frieden und Segen auf ihnen sein. Denn wir hätten nicht gewusst, dass Allah es mag, dass man für ihn spendet. Und wir hätten nicht gewusst, dass Allah es mag, dass man zu ihm betet und so weiter und so fort. Und die zweite Sache, die sich ergibt aus dem Iman an die Gesandten Allahs, ist die Dankbarkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufgrund dieser großen Ni'mah, aufgrund dieser großen Gunsterweisung Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Dankbarkeit zeigt sich, liebe Geschwister, indem man Allah dafür mit der Zunge dankt und indem man diesen Gesandten natürlich folgt. Und drittens ergibt sich aus dem Iman an die Gesandten Allahs die Zuneigung, die wir ihnen gegenüber verspüren, dass wir sie respektieren, dass wir über sie gut sprechen,
dass wir das über sie sagen, was ihnen zusteht, was ihnen ziemt. Denn Allah denn sie haben diese schwierige Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt bekommen und sie haben sie meisterhaft bewältigt. Das heißt, sie haben die Botschaft Allahs subhanahu wa ta'ala überreicht und haben Geduld gezeigt gegenüber dem, was sie von ihren Völkern zu verspüren bekommen haben. Denn die Überbringung der Botschaft ist keine einfache Sache. Unser einer heutzutage, liebe Geschwister, fragt sich, öfter passiert es, dass ein Bruder sagt, ich möchte einem anderen einen Ratschlag geben, ich möchte einem anderen einen Nasiha geben, aber ich weiß nicht, wer das auffassen wird. Ich habe Angst, dass er schlecht reagieren wird. Und diese ganzen Sachen, liebe Geschwister, das war eine Sache, mit denen die Gesandten Allahs und die Propheten die ganze Zeit konfrontiert waren. Alles, jede Überbringung einer Botschaft, wie werden die Menschen das aufnehmen? Wie werden sie ihn behandeln? Werden sie ihm dankbar sein? Werden sie ihn beleidigen? Werden sie ihn beschimpfen? Und all dies haben sie auf sich genommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Das ist also eine Sache, die man sich wirklich bewusst macht, denn jeder Mensch, der eine Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala anderen Leuten weitergibt, es fängt schon damit an, wenn jemand siehst, der betet falsch. Und du gehst zu ihm hin und du sagst ihm, das ist die Übersendung der Botschaft. Das ist die Übermittlung der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Sache, die manchmal sehr, sehr anstrengend sein kann, sodass viele Menschen das unterlassen. Die sagen, nein, ich habe Angst, dass irgendwas passiert, ich habe Angst. Und dann unterlassen sie die Entsendung der Botschaft. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, das Gesandte, sie haben niemals die Botschaft nicht überbracht, sondern sie haben alles auf die beste Art und Weise den Menschen auch mitgeteilt. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als einmal ein Araber im Gebet gesprochen hat, hat er ihm auch da zurechtgewiesen und hat ihm danach erklärt, auf schöne Weise, dass man das nicht machen darf. Aber all diese Sachen sind anstrengend, sind nicht so einfach und sie haben das auf sich genommen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Wir haben gerade zwei Begriffe verwendet. Einmal den Begriff Prophet und einmal den Begriff Rasul. Der Begriff Prophet ist normalerweise das, was man im Arabischen mit Nabi bezeichnet. Und der Begriff Rasul ist normalerweise das, was man im Deutschen mit Gesandter oder Botschafter bezeichnet. Woher kommen diese Begriffe erst einmal und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Der Begriff Nabi kommt vom arabischen Wort Naba. Und das arabische Wort Naba heißt Nachricht. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Naba oder die Kunde, ja, in den ersten zwei Versen, Amma yatasa'alun an an-Naba al-Azim, worüber fragen sie dich? Über die gewaltige Kunde. Und das Wort Naba und Nabi ist eben wortverwandt und deswegen ist quasi sprachlich gesehen ein Nabi derjenige, der die Botschaft, Entschuldigung, derjenige, der etwas verkündet. Wir reden jetzt von der sprachlichen Bedeutung und nicht von der religiösen Bedeutung. Sprachliche Bedeutung, ein Nabi ist jemand, der Naba weitergibt. Jemand, der anderen etwas verkündet. Ein Rasul, sprachlich gesehen, kommt vom arabischen Wort Risala. Die Risala ist der Brief oder die Botschaft. Und der Rasul ist derjenige, der mit der Botschaft entsandt worden ist. Also ist er der Botschafter, der Gesandte. Und deswegen ist der Gesandte die adäquate Übersetzung für Rasul. Aber beim Begriff Nabi, das mit Prophet zu übersetzen, ist ein bisschen problematisch, weil der Begriff im Deutschen etwas anderes verbirgt. Beim Prophet geht es um jemanden, der etwas prophezeit, sich etwas voraussagt. Etwas sagt, was eintreffen wird. Sicherlich unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Muhammad hat das auch gemacht, aber das hat ihn nicht ausgemacht. Das heißt, er hat auch prophezeit, was passieren wird mit Menschen, die ihm folgen und was passieren wird mit Menschen, die ihm nicht gefolgt sind. Und er hat auch prophezeit Dinge, die in diesem Leben noch geschehen werden. Zukünftige Ereignisse, manche hat er dafür vorausgesagt, sallallahu alaihi wa sallam. Manche davon sind eingetroffen, manche sind noch nicht eingetroffen. Insofern ist er sicherlich ein Prophet in dem Sinne, aber es macht ihn nicht als solches aus. Deswegen fragen wir uns, was ist die religiöse Definition? Die religiöse Definition
Die Ulama sind unterschiedlicher Ansicht darüber. Die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen darüber, was genau der Unterschied ist zwischen diesen beiden und dementsprechend natürlich auch, was die Definition ist von dem einen und dem anderen. Was wir aber festhalten können, ist, dass erst einmal jeder Rasul ist ein Nabi. Jeder Rasul ist ein Nabi. Das heißt, Rasul ist etwas mehr als ein Nabi. Und umgekehrt eben nicht. Nicht jeder Nabi ist ein Rasul. Diese Sache können wir festhalten aufgrund einiger Beweise. Aber was setzt ein Nabi in der Definition, religiös gesehen? Manche Ulama haben gesagt, es ist das Gleiche. Manche haben gesagt, Rasul und Nabi ist das Gleiche. Aber das widerspricht einigen Ayat bzw. Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist diese Ansicht eher marjuh. Das heißt, die Ansicht eher weniger richtig, weil sie anderen Zitaten widerspricht. Manche Ulama haben gesagt, der Unterschied zwischen einem Nabi und Rasul ist der folgende. Ein Nabi per Definition ist jemand, dem Allah subhanahu wa ta'ala Wahi eingegeben hat. Bis dahin gilt es noch für beide. Wahi haben wir gesagt, bedeutet sprachlich, ist eine schnelle und insgeheime Übermittlung von einer Nachricht. Aber religiös gesehen geht es natürlich um das, was Allah subhanahu wa ta'ala einem Auserwählten mitteilen möchte. Das heißt also, ein Nabi bekommt Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Rasul ebenfalls. Manche sagen, der Nabi ist derjenige, dem Allah Wahi gibt, den er den gläubigen Menschen verkünden soll. Ein Nabi ist jemand, dem Allah Wahi gibt. Dieser Wahi beinhaltet eben Dinge, die die Menschen tun sollen, und diese soll er den gläubigen Menschen verkünden. Und ein Rasul ist per Definition jemand, dem Allah Wahi eingegeben hat und den er geschickt hat zu denjenigen Menschen, die dem Befehl Allahs zuwiderhandeln. Also in erster Linie die Kuffar. Und als Beispiel für einen Rasul gibt es viele, unter anderem unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist ein Rasul, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran klipp und klar gesagt hat, Muhammadun Rasulullah. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Der Unterschied also zwischen den beiden ist in erster Linie, zu wem sie entsandt worden sind. Der eine ist entsandt worden zu gläubigen Menschen und er ruft sie auf, zum Beispiel zu neuen Gesetzen oder um sie zu erinnern an Allah subhanahu wa ta'ala oder was auch immer. Und der andere ist entsandt worden zu den Kuffar als auch zu den gläubigen Menschen, um ihnen die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala zu verkünden, um sie, um die Menschen aufzurufen, Allah azza wa jal als den einen und wahren Gott anzubeten, subhanahu wa ta'ala. Wie glauben wir an die Gesandten Allahs? Wenn ich jetzt sage im Deutschen Gesandter oder Prophet, normalerweise meinen wir damit das Gleiche. Also ich meine damit, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie glauben wir an diese Gesandten und welchen Nutzen hat der Iman an diese Gesandten, dann natürlich damit sind auch die Propheten damit gemeint. Und wie glauben wir also an diese Rasul und diese Nabi? Zunächst einmal, dass man davon überzeugt ist, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala über sie in seinem Buch und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über sie gesagt hat, egal ob er es im Detail gesagt hat oder allgemein, es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Was heißt es allgemein zu glauben an das, was Allah über sie gesagt hat? Das heißt, dass man glaubt, dass jeder einzelne Gesandte, ob du ihn per Namen kennst oder nicht, ob du seine Geschichte kennst oder nicht, dieser Gesandte Allahs, dieser Rasul, jeder von ihnen hat die Botschaft Allahs überbracht. Und es gibt keinen von ihnen, der zu kurz getreten ist, es gibt keinen von ihnen, der betrogen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nahl, Surah 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Wir haben in jeder Gemeinschaft oder unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt oder einen Gesandten erweckt, der zu ihnen sagen sollte, dient Allah
und meidet die Götzen. Und ebenfalls gehört es zum Iman an die Gesandten, dass sie nicht nur die Botschaft überbracht haben, sondern dass sie alle wahrhaftige Menschen waren, ehrliche Menschen waren, gütige Menschen waren, besonnene Menschen waren, großzügige Menschen waren, edle Menschen waren, gottesfürchtige Menschen waren, die ihre Versprechen immer eingehalten haben, dass sie recht geleitet waren und andere recht geleitet haben. All dies ist unser Glaube an die Gesandte. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Yasin, Vers 52, وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ, und die Gesandten haben die Wahrheit gesprochen. Ebenfalls gehört es zum Iman an die Gesandten Allahs. Also was bedeutet es, an die Gesandten zu glauben? Es bedeutet zu glauben, dass ihre Botschaft in Bezug auf die Aqidah ein und dieselbe war. Denn es kann ja sein, dass jemand sagt, ich glaube an Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten, aber ich glaube auch gleichzeitig an Jesus als Propheten und ich glaube, dass Jesus den Menschen etwas anderes gesagt hat als Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf Jesus selbst. Wenn jemand so etwas sagt, dann sagen wir zu ihm, das ist nicht der Iman, von dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, denn es kann nicht sein, dass Isa alaihi salatu wasallam zur Anbetung seiner selbst aufruft und gleichzeitig ruft Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu auf, dass Jesus ein Mensch war und kein Gott. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Anbiya, er sagte, um das zu betonen, dass die Aqida der Gesandten alle gleich war. Das ist übrigens auch eine Information, die sehr nützlich ist. Das heißt, für uns ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn man gerade mit Nicht-Muslimen redet, zum Beispiel mit Christen redet, dann sie glauben, dass Jesus a.s. die Dreifaltigkeit den Leuten gelehrt hat. Zumindest die Trinitarier von ihnen, natürlich nicht alle Christen. Aber viele von den Christen, sie glauben, das ist der Mainstream sozusagen, sie glauben, dass Jesus Sohn Gottes ist oder Gott selbst. Also auf jeden Fall Teil einer Einheit, einer Dreiheit. Und dieser Glaube kann auch widerlegt werden durch das, was wir gerade eben gelernt haben. Und zwar, dass die Gesandten alle die gleiche Botschaft überbracht haben. Und auch sie, die Christen, wenn sie in ihren Büchern nachlesen, fangen wir an mit Adam, gehen wir über zu den anderen Propheten, die sie kennen, Ibrahim, Ismail, Jakob, Dawud, Suleiman und so weiter, die ganzen Propheten, Zakaria, keiner von ihnen hat das verkündet, was sie über Jesus sagen. Keiner. Also auch nach ihrem eigenen Glauben finden wir nicht, dass Adam an einen Sohn Gottes geglaubt hat. Und Adam hat mit Gott alleine gesprochen, alleine angebetet. Und er kannte gar keine Dreifaltigkeit. Er kannte das gar nicht. Ja? Und deswegen tanzt sozusagen die Botschaft, die Jesus zugeschrieben wird, aus der Reihe von allen anderen. Und subhanallah, und plötzlich nach Jesus kommt wieder ein Prophet und er bestätigt das, was allen zugeschrieben wird, außer Isa. Natürlich bestätigt er, was alle gesagt haben. Aber er bestätigt das, was allen zugeschrieben wird, außer Isa, weil Isa wird eben von den Christen etwas anderes zugeschrieben. Und insofern ist das auch einer der klarsten, logischsten Beweise. Es kann nicht sein, dass einmal ist er Sohn Gottes und dann einmal nicht. Das heißt ja, dass die Christen glauben ja, dass man nur erlöst werden kann, wenn man an Jesus als seinen Erlöser glaubt. Dann was ist mit den Propheten vorher gewesen? Die haben alle nicht daran geglaubt, also sind sie nicht erlöst. Deswegen ist dieser Glaube falsch, also auch vom wissenschaftlichen her vollkommen falsch, weil er widerspricht dem, was in ihrem eigenen Buch steht. Und Religion ist nicht einfach eine Sache, an die man glaubt, ohne Kopf und Verstand. Ja? Also Religion ist eine Sache, die ist überliefert worden und die muss irgendwo geschrieben stehen, muss einen handfesten Beweis dafür haben. Wenn du keinen handfesten Beweis dafür hast, dann ist das eben sinnlos. Ebenso, liebe Geschwister, weist der Koran darauf hin, dass die Gesandten, wie wir gesagt haben, wir brauchen einen Beweis noch dafür, dass sie die Botschaft auch wirklich übermittelt haben. Sie haben nichts für sich selbst behalten. Allah sagte in Surat Al-Jinn, Vers Nummer 28, لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, damit er weiß, dass sie die Botschaften seines Herrn überbracht haben. Auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ وَدُوْ رَسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, verkünde das, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, und wenn du das nicht machst, dann hast du die Botschaft Allahs nicht überbracht. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, und Allah wird dich vor den Menschen beschützen.
Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hilfe bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er auch diese Botschaft überbringen kann. Weiterer Beweis in Surat al-Nisa, Surah Nummer 4, Vers 165. Allah sagte: Rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Gesandte haben wir also entsandt. Gesandte, Verkünder frohe Botschaft und Warner, damit die Menschen nach den Gesandten kein Argument mehr haben gegenüber Allah. Damit keiner Yawm al-Qiyamah sagt: O Allah, der Gesandte, du hast ihn zwar zu uns geschickt, aber er hat uns nur die halbe Wahrheit gesagt und deswegen haben wir ihn der Lüge bezichtigt und des Betruges und deswegen haben wir nicht an ihn geglaubt. Das wäre ein Argument. Aber der Gesandte hat alles überbracht und wir bezeugen das. Wir sind die Ersten, die so etwas bezeugen. Denn wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen aussucht, der den Menschen die Botschaft, seine Botschaft überbringen soll, und dann macht er das nicht? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen ja ausgewählt, weil er weiß, dass dieser Mensch diese Botschaft überbringen wird. Und sonst hätte er den Menschen nicht ausgewählt, hätte jemand anderes dafür beauftragt. Wer schickt schon einen Gesandten, wo er nicht sicher ist, aber die Botschaft, wer schickt einen Brief mit einer Institution, wo er nicht sicher ist, ob der Brief ankommt? Dann geht er lieber auf Nummer sicher und bringt es am besten selbst. Ebenso zum Glauben an die Gesandten gehört ganz wichtig, dass sie Geschöpfe sind, Allah subhanahu wa ta'ala, und dass sie keinen Anteil an der Rububiyya Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und natürlich schon gar nicht dann an der Uluhiyya und den Asma'us Sifat. Aber ganz besonders in Bezug auf die Rububiyya, über die Einheit, über den Glauben an die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf seine Taten. Der Mensch also, egal wer es ist, nicht einmal ein Prophet, hat irgendeinen Anteil der Göttlichkeit. In keinster Weise. In keinster Weise einen Anteil am Tawhid. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eindringlich davor gewarnt. Und diese Sache ist auch eine ganz einfache Sache. Nur eine ganz große Gemeinschaft der Menschheit ist da in die Irre gegangen. Und zwar das ist die Gemeinschaft der Christen. Warum? Weil die Christen, sie glauben, dass Jesus, weil er diese Wunder vollbracht hat, weil er Leprakranke geheilt hat, weil er Weißgefleckte geheilt hat, weil er Blinde geheilt hat, weil er einen Toten zum Leben erweckt hat, haben sie ihm die Fähigkeit zugeschrieben, so etwas zu tun. Und das ist natürlich falsch. Die Fähigkeit hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat es durch diesen Gesandten veranlasst. Er hat es durch diesen Gesandten, der Gesandte hat nur einmal über ihn gestrichen mit seiner Hand und schon war der Blinde geheilt. Das hat aber Allah gemacht und nicht Isa a.s. Der Beweis dafür ist, wenn du heutzutage einen Blinden holst, du streichst mit deiner Hand über ihn, deswegen wird er noch nicht wieder sehend. Deswegen war es das Wirken Allahs subhanahu wa ta'ala. So einfach die Sache ist, trotzdem sind eine Gemeinschaft, die riesengroß ist, deswegen in die Irre geleitet und von der Religion von Isa a.s. abgefallen. Obwohl Isa selbst gesagt hat in den israelischen Geschichten, selbst hat er gesagt, ich tue nichts von mir selbst aus, sondern er sagte in dieser Überlieferung, mein Vater, in Wirklichkeit meint es mein Herr, er ist derjenige, der das gemacht hat. Subhanallah. Eine ganz einfache Sache, wenn man da einen Fehler macht, natürlich ist das auch passiert in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ihr werdet den Fußstapfen derjenigen folgen, die vor euch gewesen sind. Und am Ende des Hadithes fragten sie ihn, wen meinst du eigentlich mit den Leuten, die vor uns gewesen sind, die Juden, die Christen? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wen sonst? Und die Christen haben vieles vorgemacht und die Muslime haben ihnen vieles nachgemacht. Es fängt mit dem Feiern des Geburtstages des Propheten sallallahu alaihi wasallam an und es endet mit der Anbetung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn manche Gruppen, die dem Islam zugeschrieben werden, sie schreiben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fähigkeiten zu, die nur ein Prophet hat und die nur Allah subhanahu wa ta'ala hat, sondern eben, und sie schreiben das den Menschen zu. Und das ist, wie gesagt, schon passiert, indem sie glauben, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel irgendetwas bewirken kann auf dieser Welt nach seinem Tod. Und deswegen machen sie zu ihm Dua und beten sie ihn an, beziehungsweise rufen sie ihn an. Und Dua machen ist einer der wichtigsten und edelsten Ibadat. Und die darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala geschehen. Tayyib. Allah sagte, der Beweis dafür, was ich gesagt habe, ist Surat Ibrahim, Vers Nummer 11.
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Sie sagten, ihre Gesandten sagten zu ihnen, wir sind nur Menschen so wie ihr, aber Allah erteilt eine Wohltat, wem von seinen Dienern er will. Und es wäre uns nicht möglich gewesen, euch mit dieser Macht zu kommen, mit diesem Prophetentum und das, was Allah uns gegeben hat an Macht, es sei denn Allah will es, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. Und auf Allah sollen die gläubigen Menschen vertrauen. Ebenso gehört es zum Iman an die Gesandten Allahs, zu glauben, dass Allah sie unterstützt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen immer beisteht und dass das gute Ende für die Gesandten sein wird. Allah sagte in Surah Ghafir, Vers Nummer 51, Surah 40, Vers 51, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Sinngemäß übersetzt, Allah subhanahu wa ta'ala wird seinen Gesandten zum Sieg verhelfen und auch den gläubigen Menschen, sowohl in diesem Leben als auch sinngemäß im nächsten Leben. Ebenso gehört es zum Iman an die Gesandten Allahs, Rasul und Nabi, wie gesagt, beides meine ich damit, dass die Gesandten unterschiedlichen Ranges sind. Die Gesandten sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Genauso wie die Engel nicht alle auf der gleichen Stufe sind, Rangstufe in Bezug auf hinsichtlich ihrer Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso das gleiche gilt auch für die Rasul. Allah sagt in Surat Al-Baqarah, Vers 253, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jene sind die Gesandten. Wir haben die einen über die anderen erhoben. Oder wir haben die einen den anderen vorgezogen. Okay, und was bedeutet es, die einen den anderen vorzuziehen? Allah sagt es weiter. Der Koran erklärt sich selbst. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ. Manche von ihnen hat Allah direkt angesprochen. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. Manche von ihnen hat er um Rangstufen erhöht. وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. Und Isa, dem Sohn der Maria, haben wir die klaren Beweise gegeben. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Wir haben ihn mit dem Heiligen Geist, mit Jibril a.s. unterstützt. Und so weiter. Und so gibt es also, jeder Prophet hat bestimmte Dinge bekommen und ist dadurch anderen bevorzugt worden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Koran bekommen. Den hat kein anderer bekommen, außer er sallallahu alaihi wasallam. Insofern gehört es zum Iman, alles an alles zu glauben, was Allah subhanahu wa ta'ala über diese edlen Gesandten gesagt hat. Im Detail, liebe Geschwister, das war alles allgemein, über die Gesandten allgemein. Im Detail bedeutet der Iman an die Gesandten und die Propheten Allahs zu glauben, an diejenigen zu glauben von ihnen, die Allah in seinem Buch und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Sunna erwähnt hat, also namentlich erwähnt hat. Und natürlich auch an die Geschichten, die Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet über sie erwähnt hat. Allah und zu diesen Eigenschaften oder den Geschichten, also wir glauben an die Namen, an die Geschichten und auch an was Allah über sie gesagt hat. Was hat Allah zum Beispiel über Ibrahim gesagt? In Surat An-Nisa, Surah Nummer 4, Vers 125, Allah sagte, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah hat Abraham zu seinem innigen Freund genommen. Allah hat Abraham zu seinem innigen Freund genommen. Inniger Freund, das ist die höchste Stufe der Freundschaft. Khalil ist also mehr als Sahib, wie die Ulema sagen. Ebenso unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah der Erhabene hat mich zum Khalil genommen, genauso wie er Ibrahim zum Khalil genommen hat. Und dieser Hadith ist sahih Muslim überliefert worden. Ebenso im Detail glauben wir daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit Musa a.s. direkt gesprochen hat, ohne Vermittler. Wir glauben daran, dass die Berge für Dawud Tasbih gemacht haben. Und wir glauben, dass das Eisen, Allah subhanahu wa ta'ala das Eisen für Dawud weich gemacht. Und wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Winde für Sulaiman a.s. dienstbar gemacht hat. Er sagt, er hat die Winde gesteuert, wo sie hingehen sollen. Und alles andere, was Allah über die Propheten in seinem Buch und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der authentischen Sunna gesagt hat. So viel zum Iman an diese Gesandten. Jetzt ist die Frage,
Welche Aufgaben haben wir Muslime gegenüber den Gesandten? Was ist von uns verlangt zu tun? Zunächst einmal, wir glauben ihnen. Das heißt, das, was sie uns gesagt haben, wir glauben, dass das die Wahrheit ist von unserem Herrn. Wir glauben ebenso, dass sie das, was Allah von ihnen verlangt hat zu übermitteln, übermitteln haben. Dass wir keinen Unterschied machen zwischen den Gesandten. Und mit Unterschied ist gemeint, dass wir an manche von ihnen glauben und an andere nicht glauben. Wie das eben die Juden und Christen gemacht haben. Sie glauben an viele, aber nicht an alle. Und wir Muslime, Alhamdulillah, wir glauben alle. Und deswegen ist auch ein schönes Argument, wenn man mit Juden und Christen diskutiert, dass man ihnen sagt, ihr verliert nichts, indem ihr den Islam annimmt. Weil ihr glaubt immer noch an das, was ihr vorher geglaubt habt. Aber jetzt kommt sozusagen noch was Schönes dazu, was für euch besser ist sogar. Ebenso gehört es zum Iman an die Gesandten oder unsere Aufgabe den Gesandten gegenüber ist es, dass wir keinem der Gesandten mehr folgen, außer dem letzten von ihnen, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebenso gehört es, dass wir sie lieben und dass wir sie unterstützen und dass wir davor warnen, sie zu verabscheuen und sie zu Feinden zu nehmen. Ebenso gehört es zum Iman an die Gesandten Allahs, zu glauben, dass sie besser sind und edler sind als alle anderen Menschen. Auch eine ganz einfache Sache, weil Allah hat sie auserwählt, aber auch in der Geschichte hat es immer wieder Menschen gegeben, die geglaubt haben, dass es bessere gibt als die Gesandten Allahs, wal'iyadu billah. Ebenso, dass wir glauben, dass sie von unterschiedlichen Rangstufen sind. Und dass wir das Salah für sie sprechen. Dass wenn wir sozusagen ein Name eines Propheten erwähnt wird, dass man nicht schweigt, sondern dass man sagt, sallallahu alaihi wasallam oder alaihi salam oder sallallahu alaihi oder irgendetwas, dass man diesen Dua spricht, wie Allah das gesagt hat in seinem edlen Buch. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Sowohl Allah und seine Engel, sie machen Salah für den Propheten. Ja ayyuhal ladhina amanu, o die ihr glaubt, sallu alayhi wa sallimu taslima. O die ihr glaubt, sprecht den Salah für den Propheten, oder sprecht den Salah für ihn und ebenso den Salam. Das heißt, dass man eben sagt, sallallahu alayhi wa sallim. Die Gesandten, haben wir gesagt, sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Es gibt Gesandte, die über den anderen stehen, weil Allah sie erhöht hat über die anderen. Diese Gesandte, über sie sagte Allah in Surat Al-Ahqaf, Surah Nummer 35, Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. So habe Geduld, genauso wie diejenigen, besonders Standhaften unter den Gesandten Geduld hatten. Und der Begriff Ulul Azm, die besonders Standhaften oder die besonders entschlossen waren in ihrer Handlung, manche Ulama haben gesagt, es bezieht sich auf alle Gesandte. Aber manche haben gesagt, andere haben gesagt, es bezieht sich auf 5 Gesandte, und zwar die Propheten und Gesandten Nuh, Ibrahim, Musa, Isa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die waren nämlich alle Nabi und Rasul. Und der Grund dafür ist, weil Allah sie im Koran an 2 Stellen namentlich erwähnt hat, an einer Stelle. Also das heißt, er hat alle 5 auf einmal erwähnt an 2 Stellen des Koran. Das eine ist in Surat Al-Ahzab, Surat Al-Ahzab, Vers Nummer 7. Und ebenso in Surat Ash-Shura, Vers Nummer 13. Und das weist natürlich darauf hin, dass sie eine besondere Stellung haben. Warum ausgerechnet diese 5 und nicht die anderen? Der edelste aller Gesandten überhaupt ist zweifellos Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Und der Beweis dafür ist seine sehr eigene Aussage. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyam. Ich werde am Tag der Auferstehung der Führer der Kinder Adams sein. Und dieser Hadith ist in Sahih al-Bukhari überliefert.
Manche Leute sagen, es gibt doch Hinweise darauf, dass man nicht sagen darf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der beste aller Gesandten ist. Aber, liebe Geschwister, der eine Scheinbeweis ist aus der Aya, لا نفرق بين أحد من رسله, wir machen keinen Unterschied zwischen einem der Gesandten. Gemeint ist, wie wir gesagt haben, dass man an manche davon glaubt und andere nicht. Und auch gibt es Hinweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wortwörtlich, لا تفضلوني على موسى, sagt nicht, dass ich besser bin als Moses. Und diese Aussage, entweder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt aus Unterwürfigkeit, oder er hat das gesagt, bevor er offenbart bekommen hat, dass er der edelste aller Gesandten ist. Und so haben wir gar keinen Konflikt. Und auch eine plausible Erklärung ist, liebe Geschwister, dass das Ganze überhaupt gar kein Widerspruch ist, weil man soll nicht sagen, Muhammad ist besser als Musa und Musa ist besser als der und so weiter und so fort. Warum? Weil das sozusagen eine Geringschätzung ist der anderen Propheten gegenüber. Und auch der Grund, warum der Prophet das gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, spricht nämlich dafür. Weil ein Sahabi hat einmal ein Jude hat etwas gesagt. Er hat gesagt, dass Musa ist besser als Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin hat ein Sahabi ihn geschlagen. Ja, und der Prophet Muhammad hat nachher diesen Spruch gesagt. Ihr sollt nicht sagen, ich bin besser als Moses, eben aus Respekt allen Propheten gegenüber. Insofern gibt es da überhaupt gar keinen Widerspruch. Der erste aller Gesandten Allahs und der erste aller Propheten Allahs. Die Sunna weist darauf hin, dass der erste aller Propheten Allahs Adam alayhi salatu wassalam ist. Weil Allah hat ihm Wahi gegeben, wie wir im Koran deutlich lesen können. Aber Adam wurde nie zu einem Volk geschickt, um sie zum Islam zu leiten. Niemals. Ja? Und der erste Rasul hingegen ist Nuh alayhi salam. Er wurde nämlich tatsächlich zu einem Volk geschickt, das zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Schirk begangen hat. Ja? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nisa 163, Surah Nummer 463, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Wir haben dir Wahi gegeben, genauso wie wir Noah Wahi gegeben haben und den Propheten nach ihm. Also weist es darauf hin, dass er auf jeden Fall ein Nabi ist und ein Rasul. Weil im Hadith heißt es, du bist der erste Gesandte Allahs. Und hier ist ein Nabi. Und wir haben gesagt, das eine widerspricht nicht dem anderen, weil jeder Rasul ist ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. طيب. Der Beweis dafür und der letzte aller Propheten und Gesandten ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Beweis dafür ist in Surat Al-Ahzab, Vers Nummer 40. Allah sagte: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin." Muhammad war nicht der Vater eines eurer Männer, sondern er war der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Und hier gibt es eine kleine Angelegenheit, die auch wichtig zu verstehen ist. Der Begriff Khatam hat mehr als eine Bedeutung. Er bedeutet Siegel, er bedeutet auch Ring, aber natürlich macht Ring keinen großen Sinn in diesem Zusammenhang. Deswegen ist der Gesandte, er ist das Siegel. Wie ein Siegel macht man ein Schloss, um das so eine Tür sozusagen, dass es nicht mehr geöffnet werden kann. Er ist der Letzte, nach ihm wird kein Nabi mehr erscheinen. Manche Ahlul Bid'ah, sie haben gesagt, dass sofern man zwei Bedeutungen hat in Khatam, können wir auch die andere wählen. Natürlich, ihre schlechte Absicht, die dahinter steckt, ist diejenige, um die Tür zu öffnen für jeden Lügner, der behauptet, ein Prophet zu sein. Das heißt, sie wollen diese Sache so interpretieren, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mehr der letzte Gesandte ist. Das ist ja, das Problem ist ja immer Al-Hawa. Das Problem ist die Neigung. Der Mensch soll gucken, was wahr ist. Und er soll nicht gucken, was er gerne selbst hätte. Und alle Krankheiten kommen daher, dass der Mensch nicht schaut, seine Religion entnimmt er nicht aus dem Koran, sondern er entnimmt seine Religion von irgendeinem Dajjal, einem Lügner,
und versucht diesen Glauben aufzustülpsen über den Koran. Und versucht die Ayat und die Hadithe so zu biegen, wie es hinkommt. Das ist immer die ganze Krankheit. Ansonsten, wenn man die Regeln anwendet, sagt man ja, okay, Khatam bedeutet Segel, bedeutet Ring, bedeutet Letzter. Kann alles bedeuten, wo ist das Problem? Das ist nämlich eine der wichtigsten Regeln, eine der wichtigen Regeln im Tafsir. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, was mehr als eine Bedeutung haben kann, und diese Bedeutung widersprechen sich nicht, wo ist denn das Problem, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles gemeint hat? Ja? Und die Leute, die sich eben nur einen Teil der Bedeutung rauswählen, das ist genau das Problem, weil sie nämlich ihren persönlichen Lust und Neigung folgen und nicht der Wahrheit folgen. Außerdem sind solche Leute Kuffar, die natürlich sagen, dass es einen Propheten gibt nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil sie diese Eier leugnen. Und außerdem, wie ich das gerade eben vorgelesen habe, Khatam al-Nabiyyin ist die Lesart von Asim. Und Asim ist einer der 10 Koran-Leser, deren Lesart in Mutawatir-Form überliefert worden ist. Das heißt, man muss daran glauben, man darf sich leugnen, wer es leugnet, ist vom Islam abgefallen. Und diese Lesart ist eine von 10. Und alle anderen 9 lesen nicht Khatam, sondern Khatim mit einer Kasra beim Ta. Und das heißt wa Khatim al-Nabiyyin. Und Khatim ist der abschließende Prophet. Und diese zweite Lesart lässt keine zweite Interpretation zu. Und der Prophet, und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist auch interessant, er sagte Khatam al-Nabiyyin. Und er sagte nicht Khatam al-Mursalin. Warum? Er ist der letzte Nabi. Er hat nicht gesagt, letzte Rasul. Weil wenn er gesagt hätte, letzte Rasul, dann bestünde die Möglichkeit, dass noch ein Nabi kommt. Aber da er der letzte Nabi ist, wissen wir, dass es auch keinen Rasul mehr geben kann. Und jetzt kommen manche Ahlul Bid'ah an dieser Stelle und sagen sie, nee, ich glaube, es ist umgekehrt. Wir haben gesagt, jeder Rasul ist ein Nabi. Und sie sagen umgekehrt. Sie sagen, jeder Nabi ist ein Rasul und nicht jeder Rasul ist ein Nabi. Warum? Um auch wieder diese Interpretation. Also es geht darum, ihr müsst immer gucken, was ist das Ziel ihrer Interpretation. Einer kommt zu dir und sagt das, sagst ihm, okay, warte mal langsam, weiter. Was willst du damit sagen? Im Endeffekt, er will dir sagen, wir haben einen neuen Propheten bei uns, der sitzt irgendwo zu Hause. Okay? Und das ist, wa'iyadu billah, der Kuffer, der sie dahin treibt, dass sie sogar die Ayat verfälschen. Und wir haben ja gesagt, es gibt zwei Arten von Fälschung, Tahrif Ma'nawi und Tahrif Lafzi. Ma'nawi bedeutet, dass man die Bedeutung verfälscht. Und das haben sie natürlich zweifellos gemacht. Da jetzt kommt jemand und fragt und sagt, das Ganze bedeutet ja ein Widerspruch, weil Isa alayhi salatu wassalam wird ja als Prophet oder wird nochmal zurückkehren. Er wird doch als Prophet zurückkehren. Und die Antwort lautet, Isa alayhi salatu wassalam wird nicht als neuer Prophet oder Gesandter zurückkehren, sondern er wird, wie wir gesagt haben, und wie der Prophet ihn beschrieben hat, sallallahu alaihi wasallam, hakaman adlan, er wird als ein gerechter Herrscher zurückkehren und dass Allah ihm eingibt, Allah wird ihm auch Wahi geben, zweifellos. Aber dieser Wahi ist kein neuer Wahi und dieser Wahi, wie gesagt, ist keiner, der dem Koran widerspricht. Und so ist Muhammad, so ist Isa alaihi salatu wassalam, er wird nicht mit einer neuen Scharia zurückkehren, sondern er wird mit dem Regieren und Urteilen, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Menschen erbracht hat. Und außerdem ist er dadurch, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn angekündigt hat, Teil dieser Scharia. Also kann man nicht sagen, es kam nach dem Islam sozusagen ein neuer Prophet. Nein, er ist ja angekündigt vom Islam selbst. Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gut, dann möchten wir jetzt noch ins vorletzte Thema für heute, ist einige Eigenschaften unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sich, er speziell. Erstens, seine Botschaft ist für alle Weltenbewohner. Allah subhanahu wa ta'ala, nicht nur alle Weltenbewohner haben wir gesagt, sondern auch sogar für die Jinn. Allah sagt in Surat al-Anbiya in Vers 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Oder, und die Weltenbewohner, da gehören eben die Menschen und die Jinn ebenfalls dazu. Und zweitens, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist der abschließende Prophet und Rasul. Und der Beweis, den haben wir gerade eben gesehen. Das sind alles Sachen, die speziell für ihn gelten, alaihi salatu wassalam, wodurch Allah ihn ausgezeichnet und den anderen bevorzugt hat.
Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn mit den gewaltigsten Wunder überhaupt unterstützt. Und das ist der Koran al-Karim. Viertens, seine Gemeinschaft, seine Ummah ist die beste Ummah, die es jemals gegeben hat. Die Ummah von Muhammad, die Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist die edelste und beste Gemeinschaft von allen Gemeinschaften, die es jemals in der Menschheit gegeben hat. Und deswegen werden sie auch diejenigen sein, die den größten Teil der Paradiesbewohner ausmachen werden. Obwohl Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte von ihnen ist, so wird er die meiste Anhängerschaft haben. Ebenso, liebe Geschwister, ist er am Tag der Auferstehung der Führer der Menschheit. Und er wird die große Fürsprache einlegen. Das heißt, alle Menschen, sie werden sich ihm zuwenden, damit er die Schafa'a, das gute Wort bei Allah subhanahu wa ta'ala, einlegt. Für alle Menschen wird er ein Wort einlegen, sowohl die Gläubigen als auch die ungläubigen Menschen. Und vieles andere. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Auszeichnung, die kein anderer hat. Die Himmelsreise, die Nachtreise, vieles andere, liebe Geschwister. Allah hat ihm Dinge erlaubt, die andere nicht erlaubt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Dinge auferlegt, die andere nicht auferlegt hat, um ihn zu erhöhen und vieles andere. Es gibt ebenfalls einige, das ist damit das letzte Inshallah heute, die Rechte des Propheten sallallahu alaihi wasallam seiner Gemeinde gegenüber. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du an ihn geglaubt hast und alles Mögliche, die Frage ist, was sind deine Aufgaben ihm gegenüber? Die erste Aufgabe ihm gegenüber ist natürlich, an alles detailliert zu glauben, was er dir gesagt hat. Und so wie er es gesagt hat, dass man es annimmt. Ebenso, dass man, also gemeint ist, dass man nicht ablehnt, was er sagt. Und das Ablehnen, entweder lehnen manche Leute lehnen ab, indem sie sagen, nein, ich glaube nicht daran. Das ist sicherlich eine Form des Kufr. Aber eine Person, die zum Beispiel, sie sagt, ich glaube, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, aber ich verstehe das anders, als er es gesagt hat. Versteht ihr? Das heißt, er interpretiert es um. Er sagt, der Prophet meinte eigentlich was ganz anderes. In Wirklichkeit hat er abgelehnt, was er gesagt hat, nur ist halt durch die Blume gesprochen. Ebenso, dass man glaubt, dass alles, was vorher war, abrogiert ist und aufgehoben worden ist, annulliert worden ist an Botschaften vorher. Dass man glaubt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft vollkommen überbracht hat und dass er seiner Gemeinde, liebe Geschwister, den besten und vollkommensten Ratschlag gegeben hat, den man ihm geben kann. Das hat ihn immer auf das Beste hingewiesen. Dass man ihn liebt, sallallahu alaihi wasallam, und dass man ihn mehr liebt als jeden anderen Menschen. Dass man ihn mehr liebt als seine eigenen Eltern. Dass man ihn mehr liebt als seine eigenen Kinder. Und dass man ihn mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Ebenso gehört es, dass man ihn respektiert. Und dass man ihn verherrlicht auf die Art und Weise, die ihm zusteht, sallallahu alaihi wasallam. Ebenso, dass man den Segensgruß über ihn speziell spricht. Und deswegen hat sich eingebürgert bei den Gelehrten, dass wenn ein Gesandter erwähnt wird, sagt man alaihi salam. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, dann sagt man nicht nur alaihi salam, das wäre ein Ausdruck für Leute, die ein bisschen faul sind, sondern man sagt sallallahu alaihi wasallam. Insofern, liebe Geschwister, ist das eine spezielle Sache, warum Allah im Koran das ausdrücklich gesagt hat. Ebenso allgemein zu glauben an jede Errungenschaft, die er ihm zugeschrieben worden ist und jede gute Sache, die er den Menschen gemacht hat. Weil es gibt über den Propheten, zusammen kann man nicht in ein paar Minuten sprechen. Und alles Gute, was er gemacht hat, dass man das anerkennt und ihn dafür respektiert. Auch ganz wichtig, liebe Geschwister, dass man nicht übertreibt in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, dass man ihm nicht Dinge zuschreibt und zusagt und nachsagt, die er gar nicht, die ihm gar nicht zustehen und die er gar nicht getan hat. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atrat an-nasara al-masih ibn Maryam. Das heißt sinngemäß, ihr sollt mich nicht so verherrlichen, wie die Christen den Messias, den Sohn der Maria, verherrlicht haben.
sagt, er ist der Gesandte Allahs, er ist der Diener Allahs und sein Gesandter. Deswegen sagen wir das im Salah, sagen, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Er ist eben ein Abd, damit man ihn nicht erhöht über die Stellung, die Allah ihm gegeben hat. Und er ist ein Rasul, damit man ihn nicht unter die Stelle setzt, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und das ist der Weg der Mitte, der Weg der Wasatiyya, wie man auf Arabisch sagt, von der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Und die letzte Angelegenheit, dass man, liebe Geschwister, nicht nur den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, sondern auch seine Anhängerschaft liebt. Das heißt, ganz besonders seine Freunde, denn der Prophet Muhammad sagt, wenn du jemanden magst, dann magst du auch diejenigen, die er mag, logischerweise. Und deswegen hat der Prophet auch darauf deutlich hingewiesen, dass man die Leute zu lieben hat, die er auch liebt. Ja? Er sagt es, sallallahu alaihi wasallam, Ayatul Mu'mini Hubbul Ansar. Das Zeichen eines gläubigen Menschen ist es, die Ansar zu lieben. Und das Zeichen eines Heuchlers ist es, die Ansar zu verabscheuen. Ja? Und ebenso, liebe Geschwister, gehört es auch dazu, dass man nicht nur seine Freunde liebt, alayhi salatu wasalam, sondern ganz besonders wen von seinen Freunden? Seine Familie, sallallahu alayhi wasallam, die Ahlul Bayt. Ebenso Leute wie Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, oder seine Frau und die Tochter des Propheten, sallallahu alayhi wasallam, Fatima, und seine Ehefrauen, Khadija, Sauda, Aisha, alle Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn sie alle gehören zu seiner Familie, dass man diese liebt, Abdullah ibn Abbas, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib und so weiter und so fort. Alle aus seiner Familie, die den Islam angenommen haben, dass man ihnen sozusagen einen besonderen Stellenwert gibt in seinen Herzen, das gehört ebenfalls zur Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Mubarakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.